Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Ach da, das sind die Laserwaffen. Hallo Wheatley. Das weiß der Kerl nämlich. Der Penner. So. Ganz schön schlecht, würde ich mal sagen. Schade. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Ah, ja. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. So. Fahrstuhl. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. So. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Halt's Maul. What the fuck? Jetzt muss ich mal da hoch. Zack. Dann gehe ich mal darüber. Mach das Knöppes an. Und dann mit den und dem Portal. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Aha. Hat wohl eine sehr schlecht gefliest, würde ich mal sagen. Mach fertig jetzt. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Ma. So, wir gehen mal da lang. Oh. Okay. Kommen wir denn da rüber? Ach, das fährt dann die ganze Zeit nachher da rüber. So. So. Das Orange passt schon, also das Blaue. Aua. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Klappe jetzt. Warte auch nur, weil ich kann, ja? Passt schon. Aber ich bin froh, wie gut Portal läuft. Dabei eine übelst geringe Auslastung vom PC. Und dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Gar nicht. Also dann viel Glück. Oh. So, warte mal, hier kommt irgendjemand einen Würfel runter und den kann man triggern, indem man
auf den Knöppel drückt. Gib! Mann. Gib! Du atmest übrigens keine echte Luft. So. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Oh, das interessante ist ja nett. Geschichte, oder? Nö. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Yay. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Wenn du meinst. Okay, dann gehen wir da rüber. Dann müssen wir ein Kampfportal setzen. Da, so wie es aussieht. Yay. Ah, geht ja auch noch. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Aha. Du musst nicht mit dem Müll testen, es ist nur Müll. Drück den Knopf nochmal. Scheiß doch drauf. Gegen die Regeln. Ja, toll, das geht natürlich nicht. So ein Scheiß. Oha. Hoi. Würfel. Gib. Peng voll in die Fresse. So. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Hey. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Aha. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Ja. Eine Müll, 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 eine Müll. Gib Level. Danke. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Langweilig. Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Gib den Würfel und noch einen Würfel. Nimm dir noch einen anderen. Und kaputt. Oh nein, schon wieder vermasselt. War klar. Was soll's, wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. So, schön brutzeln. Hätte ich vielleicht mal da hinlegen sollen, wo ich sie auch treffe. Yay! Wir haben noch was anderes zu tun. Außer mit dem Müll zu spielen. So, warte da. Gib mal das und gib mal das.
So. Dann müssen wir nochmal da was hinmachen und da was hinmachen. Hey, so. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Nein. Geht das überhaupt? Oh, toll. So. Nimm den Würfel einfach mal mit. Mit dem leckeren Herz drauf. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das anstellen soll, das überhaupt da rauszukriegen, den Würfel. Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. So. Nee, ist ja auch egal. Gibt eine Herausforderung dafür, ich habe ja aber schon fertig. Auch das wäre ja easy gewesen, man kann ja ein Portal machen. Fahrstuhl. Ihr wisst halt immer die gleiche Etage. Ist immer ein Raum. Okay. Cooles Fließband. Der nächste Hallo. Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Ridley. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. Gehen wir mal hier durch. So. Yay, Fahrstuhl. So. Rückkehr. Das sind, glaube ich, 11 oder 12 Kapitel, wenn ich mich erinnere. Richtig ist. Hey. Hey, ich bin's. Mir geht's gut. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Nö. Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht. Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre mein... Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Aha. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er... Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Aha. Gut, dann senke ich eben die Decke. Mach jetzt. Mach. Orientierungslosigkeit, FTW. Warum gibt's einen Würfel? Wie kommen wir denn da oben rauf? Warte mal testen. Würfel. Nein. Und hui. Na, hui. Hui.
scheiß Schnupfen, der auf einmal wieder auftritt. So ein dreckigen.